Eine Baustelle grösser wie 6 Fußballfelder. Das Gossau, gerade neben der Autobahn, läuft auf einer der grössten Baustellen in der Ostschweiz seit Wochen wie in einem Bienenhaus. Dabei stellen sich ein Haufen die Frage, was wird denn da eigentlich gebaut? Die Antwort weiss der Claudio Hollenstein. Es ist eine Baustelle mit riesigen Dimensionen. Auf dieser Fläche von rund 4 Hektaren entsteht aber nicht etwa ein Fußballstadion oder ein Einkaufszentrum. Auf diese Weise zieht die Firma Äppli Metallbau. Das Gossauer Familienunternehmen will ihrerseits zwinkeln, das Oberbüren und das Gossau vereinen. Das Problem ist, dass du mit 3 Standorten hast sehr viel Logistik und zusätzliche Kosten, ist klar, Infrastruktur und so weiter. Und der Standort ist natürlich perfekt an der Autobahn aus- und Einfahrt. Ja, das ist ideal eigentlich für eine Industrieunternehmung. Und so soll es dann mal aussehen. An dem Neubau wird seit dem 1. Juni geschaffen. Heute steht schon das Fundament der Tiefgarage. So eine XXL-Baustelle ist auch für den Polier Peter Kiener speziell. Ist viel hektischer. Weil wenn man etwas macht, ist es einfach immer eine Riesenfläche. Und es ist nicht gleich wie auf einer kleineren Baustelle ist einfach alles viel kleiner. Aber da ist einfach gross, schnell. Ja. Auf der riesen Baustelle sind auch viele grosse Gefährte unterwegs. Täglich werden zwischen 15 und 20 Lastwagen mit Beton geliefert. Später kommt dann noch der ganze Stahl. Neben der Logistik gibt es aber auch noch andere Herausforderungen, nämlich das Wetter. Wie bekannt ist, haben wir relativ starke Niederschläge hier. Somit hat sich der Grundwasserspiegel fast um 1 Meter angesenkt, angehört, wie wir ursprünglich angenommen haben. Somit haben wir eigentlich Grundwasserabsenkungen vornehmen müssen, Wasser pumpen müssen. Und ja, das sind momentan die grössten Herausforderungen gewesen. Unter anderem wegen dem sind die Bauarbeiten ungefähr eine Woche im Verzug. Der Zeitplan drängt aber. Schon im Herbst 2022 soll die erste und Ende 2022 die zweite Produktionshalle gezügelt werden. Das Büro und der ganze Rest folgt dann im Frühling 2023. Für den Neubau muss die Firma tief in die Tasche langen. Ja, da ist für die Firma Äppli ist das grösste Investment natürlich. Das ist ein höherer zweistelliger Millionenbetrag. Aber ich glaube, es lohnt sich sicher in Zukunft zu investieren, weil wir sind sehr gut aufgestellt in der ganzen Schweiz und sind eigentlich sehr gut drauf. Die Riesenbaustelle zu Gossau gerade neben der Autobahn steht aber erst am Anfang und dürfte in Zukunft noch mehr Blick anziehen. Spätestens nächste Woche, wenn dann auch noch die Kräne stehen.